Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video bzw. ersten Video zum Z-Wave Controller von Pop oder auch Z-Wave Hub. Ich hatte schon einmal am 30.10. ein Video über den Z-Wave Homestick und meine Vista Digital MyCloud X4 erstellt. Leider scheint es hier einige Kompatibilitätsprobleme zu geben, so dass ich das Video auf meiner MyCloud X4 nicht weiter durchführen kann. Mit dem Pop-Hub habe ich hier aber eine Möglichkeit, im Endeffekt genau dasselbe System zu nutzen und auch zu demonstrieren und vor allen Dingen überhaupt erstmal einzurichten, weil das war ja das, was am Ende nicht geklappt hat. So dass ich meine weiteren Videos jetzt hier auf dem Pub-Hub zwar erstellen werde, aber sie sicherlich auch genauso gut für die Western Digital Clouds gültig sein werden, soweit der Stick, der Z-Wave Home Stick für die Clouds kompatibel ist. Wenn wir uns in unserer Benutzeroberfläche einmal einloggen und hier sind wir quasi in der Standardbenutzeroberfläche. Es gibt noch eine Expertenoberfläche. Dann sehen wir dieses Bild. Das ist das Dashboard und auf dem Dashboard sieht man genau die Eigenschaften oder die Geräte oder Informationen, die man nur sehen will. Die muss man hierfür auch einstellen. Automatisch erscheinen die dort nicht. Und hier sehen wir mal einen Temperatursensor. Da handelt es sich um einen Fibaro Multisensor, der zeigt 23,8 Grad und derselbe Sensor 36 Lux in dem Zimmer. Und eine Steckdose von Fibaro zeigt hier zurzeit einen Verbrauch von 0 Watt an. Die Geräte bieten noch viel, viel mehr. Das schauen wir uns auch gleich an Funktionalitäten, die habe ich hier aber nicht eingeblendet. Ansonsten haben wir hier eine Möglichkeit, uns über den Klick auf das Häuschen in die Zimmerauswahl zu begeben. Wir sehen hier in der Zimmerauswahl gibt es vorgefertigte Bilder. Das sind insgesamt 4 Stück, die Z-Wave 4 oder Pop hier mitliefert, nämlich das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, die Küche und das Bad. Wir sehen zurzeit befüllt von mir allein erstmal exemplarisch das Wohnzimmer. Ich habe es erstmal nur als Beispiel genommen. Umziehen kann man immer noch. Wenn man jetzt hier draufklickt, kommt man quasi einmal zu allen Informationen, die ich im Wohnzimmer, in diesem fiktiven Wohnzimmer jetzt hier habe. Hier sehen wir dann auch einen Schalter, nämlich den Steckdosenschalter, den ich hier jetzt aktiv schalten könnte. Aber dazu mehr. Oder aber ich klicke hier auf diese Übersicht und dann kommen wir quasi zu allen möglichen Widgets einmal übersichtlich dann übereinander gestapelt, die ich hier unten dann nach einzelnen Kategorien sortieren kann und sagen kann, ich möchte zum Beispiel nur die Text-Widgets, da kommt nur dieser Begrüßungstext, oder aber ich möchte nur die Ein- und Ausschalter, da kommt nur meine Steckdose. Wenn wir uns hier das alle filtern, dann sehen wir wieder alle. Und dann haben wir hier noch die Ereignisanzeige, die mir anzeigt, was so in den letzten Tagen passiert ist. Auch hier kann ich auf heute, gestern und die letzten 7 Tage filtern. Aber wir sehen schon, hier gibt es einige Ereignisse quasi. Jede Kommunikation ist hier mit erwähnt. Ich kann die dann zwar hier auch verbergen, das Element rauslöschen, aber das wollen wir nun erstmal nicht. Und mit jeder Kommunikation, gerade eben geschehen, rutschen dann die nächsten weiter runter. Dann kann man hier einmal auf die Uhrzeit klicken und das ganze System damit aktualisieren. Und wir haben hier drüben die Möglichkeit, in die Einstellungen zu gehen oder mich abzumelden. Das heißt, ich kann hier einmal als Admin zumindest in das Gesamtmanagement gehen oder aber ich kann in meine Einstellungen gehen. Das sind die Einstellungen für den Benutzer, der hier gerade angemeldet ist. Und dieser Benutzer kann dann unterschiedliche Dinge tun. So, dann kann man hier Geräte hinzufügen, das gucken wir uns dann später auch an, und Räume editieren. Und hier kann man dann zum Beispiel im Flur, nehmen wir mal als Beispiel jetzt eines dieser 4 Beispielbilder hochladen oder aber ein eigenes Bild vom Flur. Man kann hier Willkommenstexte hinzufügen oder
einen Button hinzufügen, also je nachdem, so wie man möchte. Man kann jedes Zimmer benennen und das war es dann im Endeffekt auch schon. Man kann die Zimmer dann nachträglich löschen und sich so viele einfügen, wie man halt so im Haus und der Umgebung hat. Ansonsten gibt es hier erstmal nicht mehr viel zu sehen, außer, hups, einmal falsch geklickt, die Anwendungen. Wir gucken uns einmal hier gefiltert alle Anwendungen an. Das ist quasi die Möglichkeit, den Programmumfang noch um Dinge zu erweitern. Und hier zum Beispiel um die App Zeitplan, die es mir dann erlaubt, einen Thermostat zeitgesteuert immer wieder an- und auszuschalten oder den Steuerwert oder den Zielwert eines Thermostates, so wäre es genauer, fest einzustellen, aber wir sehen hier auch die App virtuelles Thermostat, die man sich installieren kann. Wenn man auf diese Namen klickt, erhält man dann eine kleine Erklärung, was man damit machen kann. Und ansonsten kann man die nur installieren. Man kann sich hier SMS-Benachrichtigungen einstellen. Leider, und das finde ich nicht gerade so gut, wird hier ein russisches SMS-Portal genutzt. Also ich werde hier definitiv auf die SMS-Benachrichtigungen verzichten, da ich irgendwie, das ist mir nicht ganz geheuer. Ansonsten, Sonos-Geräte kann man hier, also diesen Pop-Up-Controller um Funktionalitäten für Sonos-Geräte erweitern. Also hier findet man einige Einstellungen, die man hier treffen kann. Ansonsten gibt es dann noch serverseitig basierte Einstellungen, die man hier installieren kann. Und man kann sich auch die bereits aktiven angucken und diese dann hier weiter programmieren, wie zum Beispiel mal als kleines Exemplar die 24-Geräte-Historie. Das heißt, wenn ich diese App installiere, habe ich dann in der Übersicht beziehungsweise eigentlich bei jedem kleinen Widget hier diesen Button, der mir anzeigt, wie der Verlauf der letzten 24 Stunden war, wann die Temperatur gestiegen oder gesunken ist. Und wie man es jetzt hier bei dem Beispiel sieht, sinkt die Temperatur nachts, was ja auch völlig okay ist. Oder aber, wenn man sich es anguckt, eigentlich ist es nur tagsüber hell und nachts beziehungsweise abends geht es dann schon wirklich gegen fast komplett dunkel. Ja, mit dieser Oberfläche werden wir uns jetzt hier in den nächsten Tagen ein wenig genauer beschäftigen, beziehungsweise wir werden dann auch in die Benutzeroberfläche für die Expert UI wechseln. Der Unterschied, um die Expert UI zu erreichen, ist eigentlich nur folgender, dass man hinter der eigentlichen Netzwerkadresse und dem Port 8083 hier noch den Zusatz /Expert setzt. Dann landet man in der Expert UI und hier wiederum könnte man sich jetzt, wenn wir uns einmal eine Einstellungsmöglichkeit von einem Sensor angucken, hier kann ich dann also Systemeinstellungen für meinen Multisensor durchführen und kann hier die einzelnen Punkte, die der Multisensor so bietet, abändern und nach meinen Wünschen anpassen. Und das ist bei dem Multisensor hier auch schön, weil wir hier prinzipiell zum Beispiel die Farbe, mit der die LED blinkt, anpassen und verändern können. Wir können aber auch, wenn wir wollen, hier gewisse Assoziationen und Kommandos eingeben, je nachdem, was das Gerät an Möglichkeiten bietet, beziehungsweise um was für einen Typ sich handelt. Und prinzipiell kann man hier auch Firmware-Updates durchführen. Wem die Sprache nicht gefällt, der hat hier oben die Möglichkeit, die Sprache einmal auf Englisch zu wechseln, beziehungsweise auf Deutsch zu wechseln, je nachdem, wie man es braucht. Es gibt immer ein kleines Bildchen mit dazu, damit man sich auch sicher ist, welches Gerät man hier hat. Aber hierzu kommen wir dann später noch mehr, was man hier beachten muss und wie man das einstellen soll. So, ich denke, das war jetzt eigentlich ein relativ langes Video mit vielen Informationen. Also, dieses werde ich jetzt in nächster Zeit immer mal wieder aufgreifen. Das Thema werde hier zeigen, wie man Geräte anlernt, wie man Geräte einfügt, wie man Geräte wieder aus der Gruppe herausholt, wie man Geräte miteinander verbindet, damit zum Beispiel immer, wenn die Temperatur durch den Sensor zu niedrig erfasst wird, das Heizungsthermostat ansteigt und. Das alles wollen wir uns angucken. Und natürlich, wie sieht die einfache
Programmierung aus. Also erstmal nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.